Ja, guten Morgen. Wir sind jetzt in Luzern, fahren gerade los Richtung Altdorf. Das Wetter ist immer noch nicht so schön. Wir hoffen, dass es zumindest trocken bleibt. Ja, wir schauen mal. Heute fahren wir den Vierwaldstätter See entlang, fahren auf den Bürgenpass, haben dann eine hoffentlich schöne Aussicht auf den Vierwaldstätter See und auch auf Luzern. Fahren dann weiter mit der Fähre auf die andere Seite Richtung Schwyz. Dann sind wir in Uri, im Kanton Uri. Dann fahren wir die Axenstraße, die alte Handelsstraße, Richtung Süden. Machen dann noch einen Stopp an der Tellkapelle und dann nach Altdorf, wo Tell oder Wilhelm Tell sein Unwesen getrieben hat. Der Vierwaldstätter See. Noch ein bisschen Wolkenbehang. Ja, das ist schon schön hier. Also wir sind jetzt in Hergiswil und da drüben kann man jetzt die Seestraße sehen und da ist ein kleines Stück, eine Brücke über den Vierwaldstätter See. Kann man oben mit dem Auto, Autobahn geht drüber und unten hängt der Fahrradweg dran. Da fahren wir unten drunter durch und dann, ja, dann sind wir auf der anderen Seite in Starnstadt. Und dann geht's hoch auf dem Bürgenstock. Genau. So, jetzt fahren wir die Seestraße, die wir eben gerade gesehen haben, von der anderen Seite. Da ja für heute recht schlechtes Wetter prognostiziert wurde, haben wir vorsorglich unser ganzes Gepäck in umweltentsorgende Mülltüten eingepackt, weil wir nicht sicher sind, ob das Gepäck wirklich Starkregen standhält. Und deswegen haben wir alles gut verpackt. Wir sind gut verpackt mit Regenhosen, und Jacken und die Koffer und Taschen, Fahrradtaschen sind auch gut eingepackt. Also sollte nicht schief gehen. Ja. Und wir sind immer noch gut drauf, auch bei schlechtem Wetter. Wir schaffen das und ziehen das durch. Ja, und diese Fahrradstraße hier an der Seestraße ist auch, glaube ich, ganz neu, weil bei Google Maps oder sonst irgendwas ist das überhaupt noch nicht eingetragen. Wir haben mal wieder Glück, dass wir so dann durchkommen. Auf jeden Fall ist das auf verschiedenen Routenplanern überhaupt noch nicht eingegeben. Deswegen waren wir am Anfang auch ein bisschen irritiert, ob man hier überhaupt langfahren kann. Aber wie ihr seht, geht's. So, hier machen wir eine kleine Pause, beziehungsweise halten kurz an, um euch die Impressionen mal vom Vierwaldstätter See zu zeigen. So, jetzt geht's hoch zum Bürgenstock. Mal schauen, ob wir es schaffen. Ja, das ist die Führerbahn, hier könnte man auch mit der Bahn hoch. Aber wir versuchen es mal wieder mit Fahrrad. Das war der falsche Eingang, wir suchen den richtigen. Schöne Serpentinen. Ja, durch
durch den Tunnel sind wir gerade gefahren, beziehungsweise unten drunter. Und jetzt sind wir so auf einer halben Höhe vom Bürgerstock. Wir kämpfen. Da oben müssen wir noch hin. Wir rennen schon fast oben. Nein, noch nicht. Der Rene fährt schon mal weiter. Und ich mache auch für euch noch mal eine kleine Aufnahme. Anstrengend ist es, weil es geht ganz schön hoch. Jetzt sind wir in Obbürgen, Gemeinde Sandstadt. Also hier oben zu wohnen, finde ich schon eine Herausforderung. Wir schaffen das. Es geht immer noch weiter berghoch. Eieieiei. Ich hoffe, die Aussichten lohnen sich. Ich glaube, wir kommen unser Ziel immer ein bisschen näher. Ja, man kann auch hier mit Bus hochfahren. Irgendwo ist hier auch ein Bundeswehr- oder Militärflughafen. Jetzt sind wir in Obbürgen. So, jetzt kommt der letzte Abschnitt. Ganz schön anstrengend. Herrlich schön. Und da kommt auch jemand an. Nein, überholt und haut weiter rein. Einfach herrlich. Wir sind immer noch nicht ganz da. Ei, ei, ei. Ja, Bürgerstock. Zum Entspannen für danach. Hier ist so ein schöner Ausblick. Ja, so sieht's aus, wenn die Wolken im Tal hängen. So, und das ist der gleiche Ausblick ohne Nebel. Ja, das ist der Vierwaldstätter See. Und wir gucken auf Luzern. Habe ich jetzt erst gerade gesehen, dass da eine Steckdose ist. Ja, hier oben ist Luxus pur. Ja, für unsere Fahrräder haben wir eine sehr schöne Ladestation gefunden. Wir haben einen schönen Ausblick. So, und jetzt wird noch ein bisschen gewandert. Wir ziehen das durch. Hier gibt es richtig fette Schnecken. Fett. So, auch hier gibt es Treppen mit einem Wald. Da gehen wir jetzt hoch. Schauen wir mal. Ich hoffe, dass wir einen schönen Ausblick finden. Ja, auch das Wandern ist anstrengend. So, mal wieder eine andere Sichtweise. So, das könnte man sehen, wenn wir super Wetter hätten. Deswegen nehme ich das hier einmal mal auf. Das ist ein bisschen schwierig hier für mich. So, und jetzt nochmal das gleiche, wie wir es vorfinden. Die ganz großen Berge können wir euch leider nicht zeigen.
Sie sind in den Wolken verloren. Aber trotzdem ist es hier sehr, sehr schön. Jetzt sind wir auf dem Weg nach oben, auf den Bürgenstock. Und hier ist so ein ganz toller Viewpoint. Leider ist es uns heute nicht gegönnt, eine tolle Aussicht zu haben. Es hängt alles voll mit Wolken. Da hinten zum Beispiel ist Luzern, wo wir noch heute Morgen waren und sind jetzt hier rübergefahren, an dem Küstenrand sozusagen oder an dem Seerand entlang bis hier vorne. Und jetzt gehen wir zu Fuß noch das letzte Stück nach ganz oben. Mal gucken, vielleicht zieht es heute noch wieder auf. Aber es sind fünf. So, wer will, kann auch mit dem Lift fahren. Ob wir das machen, wissen wir noch nicht. So, wir haben uns überlegt, wir fahren mit dem Lift nach oben. Wir fahren jetzt mit dem Lift und mal gucken, was hier so abgeht. Auf jeden Fall ist es wesentlich schneller, als würde man zu Fuß gehen. Ist ja schon fast witzig hier. Oder? Ja, das ist wesentlich fixer. Jetzt haben wir etwa 50 Minuten Fußweg gespart. Und jetzt kommen wir hier raus. Ja, und hier hat man doch schon ganz gute Aussichten. Boah, das hat sich schon noch gelohnt, hä? Das hat sich jetzt gelohnt, ja. Das ist der Pilatus. Könnt ihr die Gondel sehen? Also ich kann sie sehen und sie kommt jetzt gleich unten an. Das ist das Wahrzeichen von Luzern. Der beliebteste Berg neben dem Rigi und dem Frohen Alpstock. Schön mit Kuhglocken werden wir begrüßt hier oben. Ah, ist schon schön. Ja, Blick auf Luzern. Also sehr interessant ist das Wechselspiel der Wolken hier oben. Alle 3 Minuten hat man ein anderes schönes Bild. Ja, die lässt sich nicht stören. Lässt sich nicht stören. Stelle merken und waschen. So, das ist die Aussicht, wenn es wieder zuzieht. Jetzt fahren wir wieder nach unten. So, jetzt vorher, nachher. So sieht es nachher aus, wo alles zugezogen ist. Jetzt kommen hier gerade so richtig Nebelschwaden hoch. Eine weiße Wand umgibt uns. Wer hoch geht, muss auch wieder runter. So, jetzt ist unser kleiner Spaziergang beendet. So, und jetzt geht es wieder runter vom Bürgenstock bis zur Fähre. Mal schauen, was auf uns zukommt. So, jetzt verlassen wir Bürgenstock. Sehr elitär und schön.
Ja, es geht immer noch ein bisschen hoch. Aber die Bewegung für ein Fahrrad ist optimal. Grüezi miteinander. Damit du da durchkommst. Ja. Aber schon schön hier. Ja, aber guck mal. Herrliche Aussichten. Und es geht auch runter. Wir fahren jetzt mal nicht so schön in L. Weil ich denke, man will ja zwischendurch auch noch was sehen. So, jetzt geht's runter. Euch gute Unterhaltung. Wir fahren auch nicht ganz so schnell, weil der Belag ist nass und wir wollen das ja auch genießen. Eieiei, ist das schön. So, ich halte mal für euch kurz an, damit ihr auch den seitlichen Blick mal habt. So, jetzt geht's weiter. Schön, oder? Ja, auch hier gibt es wieder Serpentinen. Herrliche Kulisse. Die Kühe sind auf der Alm. Freuen sich. Ja, und wir uns natürlich auch. Bei so einer Ausblickmöglichkeit. So, kleine Pause wieder für euch. Herrlich. Guten Tag. Ja, auf jeden Fall braucht man hier ganz gute Bremsscheiben. Aber die haben wir ja.
Ja, man lässt mal laufen, ne? Das ist natürlich ein bisschen schneller als wir unterwegs. Ja, macht Spaß. Ja, dafür kann man einfach keine Worte finden, das muss man einfach so genießen. Ja, und so langsam kommen wir unten ins Tal an. Ja, so schnell fahren wir in etwa. 50 generell. Ja, viel treten mussten wir jetzt nicht, aber eine kleine Pause darf man auch mal machen, weil das ganze Stück sind wir natürlich auch irgendwann mal schon hochgefahren. Ach, ist das schön und herrlich hier. Manometer, macht das Spaß.
Ja, zurück in der Zivilisation. Jetzt fahren wir Richtung Beckenried zur Fähre und fahren dann mit der Fähre von Beckenried nach Gersau auf die andere Seite des Vierwaldstätter Sees. Jetzt fahren wir parallel zum Vierwaldstätter See ab zur Fähre. Ah, ist schon schön. Ja, hoch war schon auch wieder angestrengt, ne? Ja. Und wieder ganz gut kampfen. So, viel flacher können wir nicht. Jetzt sind wir wieder ganz unten. Jetzt sind wir wieder ganz unten, genau. Wie viele Meter haben wir überwunden? Wie viele Höhenmeter? Ich glaube 400 hoch und wieder 400 runter. Höhenmeter. Also der Höhenstock jetzt 400 Meter hoch? Ja, ich glaube schon. Aber hier unten ist mit dem Fahrrad wieder, bin ich wieder super, ne? Ja. Ja, wenn jetzt natürlich schöner blauer Himmel gewesen wäre, wäre so wie am Lago Maggiore und so. Ja, das stimmt. Ja gut, aber es regnet zumindest nicht. Ja. Und hin und wieder erhascht man ja doch zwischen den Wolken einen schönen Blick. Ja. Ja. Mehr geht halt nicht. Also für Hochsommer ist das hier auch nicht ganz normal. Ja, jetzt sind wir am Anleger gleich. Und dann geht's nach Gersau. Gersau? Ja, Gersau. So, in 400 Metern ist die Fähre. So, kleine Planänderung. Wir haben leider um 3 Minuten die Fähre verpasst. Wir haben keine Lust, 1,5 Stunden zu warten. Also fahren wir jetzt von dieser Seite weiter und dann Richtung Altdorf. Mal schauen, vielleicht kriegen wir noch eine andere Fähre an einem anderen Ort oder wir gehen noch einmal über den Berg. Lasst euch überraschen. Wir sind jetzt hier am Fähranleger in Beckenried und jetzt haben wir gerade erfahren, dass es hier noch eine zweite Fährmöglichkeit nach Gersau gibt. Die fährt in 5 Minuten los. Haben wir Glück gehabt. Also doch keine Planungsänderung. Ja, hin und wieder muss man noch mal Glück haben. Da kommt unsere Fähre. Wir haben keinen Zeitverlust. Geht alles nach Plan weiter. So, jetzt geht's auf die Fähre. Grüezi. Guten Abend, wie geht's? Grüezi mit dem Melo. Ja. Wohin? Woher du? Gersau. Gersau, wunderbar. Ja, okay, danke. Ja, so sieht dann halt mal eine Fähre aus, ne? So, jetzt sind wir mit der Fähre unterwegs. So, das ist unser Ziel. Das ist dann Gersau. Von da aus geht es dann rund um den Vierwaldstätter See, ja, bis nach Altdorf. So, wir haben mal Glück. Wir haben ein bisschen Sonne und die wird auch sofort genutzt. Hier schön auf der Fähre.
Station Gersau. Danke. Auf Wiedersehen. Danke auch. Tschüss. Tschüss. So, das ging relativ fix. So, und jetzt machen wir uns so langsam wieder auf den Weg mit dem Fahrrad. Kunst in Gersau. Ja, manche wohnen hier echt idyllisch. Kleiner Tunnel. Ja, auf der anderen Seite kommt gerade die Zahnradbahn herunter. Das kleine Rote, was ihr da hinten seht. Die Achsenstraße halt. Was da? Ja, da fahren wir gleich noch hin. Das ist die sogenannte Achsenstraße. Das ist die Verbindungsstraße von der Schweiz Richtung Italien. Da kommen wir nachher noch hin und den Berg vor uns, das ist der Fronalbstock. So, und Wasserfälle gibt es natürlich auch. Und gar nicht mal so wenig. Da hat jemand Durst. Das ist ein Wasserfall. Schmeckt? Ah. Geht. Schmeckt echt gut. So, jetzt sind wir hier in Brunnen und vor uns seht ihr die alte Achsenstraße. Die werden wir gleich entlang fahren. Immer schön entlang. Und das ist das Alpenplateau. Da müssen wir irgendwann rüber. Das heißt, da geht es Richtung St. Gotthard. Wir fahren nicht mit dem Zug durch den Berg, sondern wir fahren die alte Passstraße. Dafür brauchen wir jetzt noch ein bisschen. Fährstation Brunnen. Das Wetter wird besser, Gott sei Dank. Ich hoffe, das hält sich. Umso mehr Spaß haben wir auch. Ja, wir haben jetzt Juli und trotzdem ganz oben liegt Schnee. Aussicht ohne Worte. Ja, das ist die Aussicht. So, jetzt fahren wir die Achsenstraße. Ja, hier muss man ein bisschen aufpassen. Die soll ein bisschen gefährlich sein. Sagt nur, wir haben mal Sonne. Da müssen wir rüber. Kleiner Rückblick auf Brunnen. Aber schon massiv hier runter, ne?
Wollen wir hier noch mal irgendwo anhalten gleich? So, kleine Impression. So, kleiner Fotohappen für euch. Jetzt geht's wieder weiter runter. Ja, man merkt, dass diese Trasse aber ganz gut benutzt wird für Transportwegen und Besen und so weiter. Das ist schwierig. Hallo. Ja, aber es ist traumhaft schön. Einfach schön. Ja, das Einzige ist, man muss sich hier die Autos wegdenken. Super. Ja, Brunnen. Ja, auf der Seite kann man gar nichts machen, nur wandern und warten, dass die Fähre dich wieder abholt. Ja, man kann auch ganz idyllisch am Vierbeinstätter See leben und wohnen. Also hier wird was für die Fahrer auch getan, sieht man ja, ne? Aber da hinten ist es halt so eng, das geht nicht anders. Hier wird es ja jetzt auch wieder enger. Werden die auch auf Dauer hier rausfahren? Darf ich wieder vorfahren? Weil ich glaube, das ist jetzt wieder, geht's wieder enger. Danke. Ja, aber hier wird es mit dem Fahrradfahren besser. Alles klar? Jetzt sind wir hier am Ölberg. Jetzt eine kleine Tunneltour. Geht auch ganz gut.
90 Meter ist der lang. Hier muss man ein bisschen vorsichtig sein. Jetzt hier den nächsten Tunnel. Skifahreneck. So, jetzt haben wir einen schönen Blick auf Sisikon. Ja, Irene kontrolliert wieder alles und das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn irgendwas runterfällt hier, wenn es so eng ist, kann es sehr gefährlich sein. Oder werden, Entschuldigung. So, jetzt kommen wir nach Sisikon rein. Dann geht's gleich zur Tellkapelle. Ja, das ist Sisikon, ein kleines schnuckeliges Örtchen. Jetzt suchen wir noch eben den See. Wir finden aber die Fähre. Ja, wir sind hier als Einzige mit dem Breit unterwegs. Hier am Ort der Schweiz in Sisikon machen wir jetzt eine kleine Pause. Hier haben wir uns wieder verdient und wir gucken uns das schöne Alpenmassiv an. Nicht Ort der Schweiz, sondern Weg der Schweiz. Und da oben sieht man, fängt der Kanton Uri an. Rein in den Tunnel, raus aus dem Tunnel. Ja, jetzt gehen wir los zu der Tellplatte, da wo die Kapelle von Tell ist. Wilhelm Tell. Aber da stand gerade ein Schild, der Weg wäre gesperrt. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir es schaffen. Ja, wir werden die Tellkapelle uns nicht angucken. Da sind wir eben drüber weg. So, das ist auch der Beweis, dass wir mit dem Fahrrad unterwegs sind. So, hier geht's zur Tellkapelle. Ah, jetzt wird mal ein bisschen nass. Tropf, tropf, tropf. So, und jetzt geht's runter, Strahl, Richtung Flüle.
So, jetzt sind wir in Flühlen. So, jetzt haben wir den Vierwaldstätter See verlassen. Fahren jetzt noch bis nach Altdorf. Gucken uns das Telldenkmal an, das auf dem Marktplatz steht. Und dann ist erstmal Pause für heute. Ja, hier haben wir eine große Pause gemacht. Hier haben wir schön gegessen im Wilhelm Tell Restaurant in Altdorf. Es war lecker, empfehlenswert. Jetzt sind wir in Altdorf. Das ist aber noch nicht die Tell-Statue. Da fahren wir jetzt hin. Und zwar zum Marktplatz. Das wird jetzt auch die letzte Destination für uns sein für heute. Und dann sind wir auch damit durch. Dann geht es morgen weiter. Aber jetzt zeigen wir euch erst noch das Tell-Denkmal. Ja, jetzt kommen wir genau auf den Marktplatz von Altdorf drauf zu. Und an dieser Stelle ist auch das Wahrzeichen der Stadt, die Statue von Wilhelm Tell. So, mit ein bisschen Spannung. Da ist er. Ja, Wilhelm Tell, das Denkmal. Der Freiheitskämpfer. Ob es ihn wirklich gegeben hat, es weiß keiner. Ja, und das ist der berühmt-berüchtigte Marktplatz von Altdorf. Hinsichtlich der Hutgeschichte. Ja, auf diesem Marktplatz hat Tell, Wilhelm Tell, die Huldigung des Hutes verweigert. Wo hier der Hut natürlich lag, weiß keiner. Ja, das ist hier immer noch Altdorf, nur aus welcher hohlen Gasse er kommen musste, das weiß ich nicht. Das weiß nur Schiller und andere Weisheiten. Und hier ist das Zeughaus von Uri. Durch diese hohle Gasse muss er kommen. Ob Schiller diese gemeint hat, ich glaube es nicht. Wir haben sie nicht gefunden, wir werden sie auch nicht weiter suchen. Wir fahren jetzt ins Hotel.